Aus einer werden drei. So ungefähr könnte man die Veränderung bei Apple zusammenfassen, die Anfang der Woche auf der Entwicklerkonferenz WWDC verkündet wurden. Der einst revolutionäre Dienst iTunes wird eingestellt und anstelle dessen treten die drei Apps Apple Music, Apple TV und Apple Podcast. iTunes wird eingestellt, weil sowohl Benutzeroberfläche als auch das Handling schon lange nicht mehr zeitgemäß sind. Wer sich jetzt um seine jahrelang sorgfältig gepflegte iTunes-Mediathek sorgt, dazu gibt es Gott sei Dank keinen Grund, denn sowohl gekaufte und geliehene Songs, Alben und Playlisten werden in die neuen Mediatheken übertragen. Auch die Option, Songs und Alben zu kaufen, die wird weiterhin bestehen. Es wird halt nicht mehr der Fokus darauf gelegt. Apple-Nutzer und Nutzerinnen dürfen sich, kurz zusammengefasst, in Zukunft auf ein wesentlich übersichtlicheres und einfaches Handling freuen.